Momentan sind Medikamente von der Autoapotheke zu der unterschiedlichen kleinen Apotheke in der unterschiedlichen Stockwerke. Was wir haben getan zusammen mit der Post und der Fabrik, der Roboter, ist diese Eaton. Diese Schnittstelle grundsätzlich macht eine Art vom Anruf, so wie eine Person drückt. Wenn er auf Zug L1 ist reserviert für den Roboter, keine andere Person wird L1 bekommen von dem System. Der Roboter schaut seinen Platz mit Sensoren, 3D-Scanner. Also er weiß, wenn etwas oder jemand ist in der Nähe. Keine Chance. Seit der Inbetriebnahme, das heißt vor eineinhalb Jahren, läuft alles problemlos. Also top positiv. Nur Gutes gehört auch von der Kundenseite.